Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Rennen der ITM-Saison 2020-2021 aus Bukarest. Gesamtrennen Nummer 16 dieser Saison. Und ja, gestern hatten wir ja ein interessantes Premierenrennen hier auf dem Bukarestring, wo wir ja leider festgestellt haben, dass die Boxenanlage nur auf 20 Fahrer ausgelegt ist. Wahrscheinlich wird das heute auch das letzte Rennen in Bukarest sein. Und ja, gestern Beißler viele Probleme mit der Strecke. Er kam nicht zurecht und Matze Schweizer hat sein zweites Saisonsieg geholt. Vor Lukas Bär mit einer perfekten Strategie auf die 2 gefahren und Valvo von Pol gestartet, nur auf der 3. Ja, und Mirko van Verle wurde Achter und hat sich die Pol für das heutige Rennen gesichert. Und wir werden gleich mal ins Setup-Menü gehen. Ein paar Ideen habe ich da, glaube ich, was wir machen können. Ich habe eh nicht so viel Ahnung von Setup, wieder ein bisschen was rumprobiere. Ob wir heute vielleicht im Mittelfeld fahren. Punkte sollten auch heute drin sein. Es ist der vierte Nuller vom Beißler. Weil zwei Nuller, für die er nichts konnte in Bilzheim, weil die Box verbuggt war. Der dumme Nuller in Japan mit dem Rüden Revanche-Foul gegen der Eichert, der darf heute ja nicht starten, weil wir haben es ja im ersten Rennen erklärt, was da los war. Und jetzt der Nuller gestern ist aber ins Ziel gekommen. Und ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Der Beißler ist natürlich weiterhin Meisterschaftsführender. Und ja, da gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Muss das hier mal einstellen und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Machen wir das Bild wieder weg und gehen mal wieder in das Spiel, in unsere Starting Grid zum zweiten Rennen. Es wird kein Regenrennen in Bukarest geben. Das letzte Regenrennen war tatsächlich eben die Läufe gewesen in Italien. Und ja, das ist die Startaufstellung zum zweiten Rennen, Rennen 16 der Saison. Danach haben wir noch zweimal Norrisring und zweimal Hockenheim, die aktuelle Variante. Und dann ist diese ITM-Saison erledigt und es geht im nächsten Herbst, ja, Richtung November rum, dann Mitte, Ende November wieder in die nächste ITM-Saison, die dann in Brasilien aller Voraussicht nach starten wird. Dann gehen wir mal hier in die Startaufstellung. Mirko van Verle hat der einzigste Audi, der er starten darf, hat einen Punkt mitgenommen und seine erste Pole Position im Reverse Grid vor Luca Lichtmes, der gut mitgefahren hat, aber die Strategie ein bisschen zurückversetzt hat, aber vielleicht heute mit einer Siegchance für Mercedes. Mercedes ist hier sehr stark auf der Strecke. Dann Ferris Volkus, der sehr gut gefahren ist gestern auf der 3, vor Fuxi auf der 4. Der kämpft ja auch noch mit Schweizer, Sheffield, Bergmann und Co. um die Vizemeisterschaft, weil Beisler wird man wohl nicht mehr einholen können in der Saison. Aber Platz 2 möchte doch schon einige haben noch auf das Abschlusspodest dann dürfe. Dann Rickard auf der 5, vor Valvoric auf der 6, Lukas Bär auf der 7 und der Sieger des Vortags gestern, Matze Schweizer auf Startplatz 8. Punkte sollten auch für ihn heute wieder drin sein. Aber Justin Claus dahinter auf der 9 und Manuel Montero auf der 10 werden natürlich versuchen, Punkte zu holen. Montero muss immer noch um ein Cockpit fahren. Schweizer hat ja seinen schon sicher für die nächste ITM-Saison. Ich meine, das ist die Speerspitze von Seat jetzt. Und wir werden mal sehen, was dann der Schweizer noch so leisten kann. Dann haben wir Tanja Chirac auf der 11 vor Brighton Sheffield, der sich auch in der Schikane vertan hat, auf der 12. Felix Freitag auf der 13 und Nathan Prerat, wieder der beste Alpha, diesmal aber nicht auf Startplatz 7, sondern auf Startplatz 14. Und es hat sich gestern im Rennverlauf gezeigt, dass Alfa Romeo auf dieser holprigen Stadtstrecke ein Problem hat. Sie haben nicht das Zeug, da mitzuhalten. Und das ist, ja, das ist schlecht. Und es sieht auch nach das erste Rennen gestern, dass Alfa Romeo keine Punkte mitgenommen hat. Es könnte auch noch ein zweites folgen. Am Norrisring schätze ich die Alphas auch in Hockenheim wieder stärker ein. Igor Babic direkt neben mir auf der 15. Dann haben wir Carlos Cortez
Und Rocky Bergmann, also für der kann die Saison auch vergessen. Auch der Kampf um die Vizemeisterschaft droht ihm zu entgleiten, aber es sollte noch in den Top 10 der Fahrerwertung bleiben. Dann haben wir hier noch Federico de Coimbra, Maximilian Weber, der ist gestern auf der 4 gestartet, weit zurückgefallen, hatte auch zwei große Fahrfehler gehabt und Michael Beisler, ja. Der kam nicht so zurecht im Rennen. Er hofft sich, dass es vielleicht heute ein bisschen nach vorne geht. Aber für Punkte hat er selber schon gesagt, heute ein weiteres. Das wäre das fünfte Nuller-Rennen. Aber guck mal, wie viele Null-Punkte-Rennen der Bergmann hatte, der Schweizer schon. Und der Beisler hat halt eben ein Rennwochenende in Italien beide Rennen gewonnen. Und das gleicht sich dann wieder aus, dass er dann hier halt so viele Nuller hat. Aber er hätte halt da, wo es drauf ankommt, gewonnen. Ja, und mehr dürfen nicht. Ich habe es ja schon gesagt. Eichert, Rolko, Freund und Navarro sind nicht am Start. Navarro zu spät angereist, durfte nicht mehr an den Start. Und Rolko, Freund und auch Eichert wurden Opfer der zu wenigen Boxengasse. Deswegen werden wir diese Strecke, so gut es eigentlich auch und sehr zivilisiert war, das Rennen gestern, wahrscheinlich im nächsten Saison nicht mehr sehen. Hamburg-Harbor, Istanbul, Portimao, drei mögliche Strecken, die hier reinkommen könnten. Es könnte aber auch Monaco in Erwägung gezogen werden. Da müssen wir mal abwarten. Auch Spa-Francorchamps wurde in Erwägung gezogen. Und auch Zolder. Also das werden wir sehen, was dann da reinkommt. Auch die Polenstrecke in Kielce, die die STM befahren werden soll, ist ein möglicher Kandidat für die ITM. Gehen wir mal hier ins die Fahrzeugsetup, genau. Da gehen wir mal hin. Also erstmal volltanken, das ist klar. Erstmal die Bremsbalance weiter auf 60-40 stellen. Lufteinlass mache ich mal ein bisschen höher. Das kann man hinten machen, ein bisschen mehr Flügel geben. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Federung. Die Federung können wir mal ein bisschen höher einstellen. Und das könnte man eigentlich auch vor, was habe ich hier eingestellt? 180. Dann könnte man hier auch mal 180 einstellen. Und Splitter. Also gibt es vorne gibt's nur einen Splitter. Okay. Ein Reifendruck, ja, Reifendruck ist nicht das Problem gewesen, glaube ich, sondern die Reifen haben sich ja nicht so abgenutzt. Mal gucken, was das hier für eine Einstellung bringt, was wir hier bewegen können. Sprit ist aufgetankt, dann haben wir hinten Slicks, vorne Slicks, hinten Slicks und vorne Slicks. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Boxen, Voreinstellungen sind alle drin. Und zu guter Letzt die Sitzungsinfo. Ich habe auch nicht ein Regenrennen erwartet, so wie es in der Starting Grid ausgab. Schön sonnig, aber es ist nochmal kühler geworden. 13 Grad. Die Strecke ist nach wie vor noch warm, weil die Sonne direkt auf die Strecke scheint. Die Strecke ist ja voll umfasst von Sonne. Und deswegen, aber es ist kühl. Es ist halt sehr eher Winter Richtung Frühling. Also es ist nicht sehr warm. Kann man nicht sagen, dass das so ist. Ja, und dann geht es gleich 45 Minuten in das Rennen hinein. Mal gucken, was die Setup. Mehr Flügel hatte Beisler verlangt. Mehr Federung. Also ich glaube, ich hoffe, dass das dann härtere Federung ist, wenn ich es nach oben stelle. Es kann auch sein, dass sie weicher ist. Es könnte aber auch gut helfen. Und dann gucken wir mal, was der Beisler kann die Einstellung nicht testen. Er muss dann damit im Rennen zurechtkommen. Mal gucken, was uns dann da gleich erwarten wird. Die Flasche reicht jetzt gerade noch bis zum Boxenstopp.
Deswegen dabei ist auch immer so kleine Trinkflasche. Die reiche gerade für das Rennwochenende im Auto aus. Im Motorhome hat er ja größere Trinkflasche. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir alle soweit sind. Kurzer Check. Ja, dann nimmt er noch alles auf. Passt. Auch 10 Minuten noch mal kurz besprochen, was so am Vortag war. Ja, dann passt mir das eigentlich ganz, ganz gut. Und dann würde ich mal sagen, stehender Start. Es gibt keine Startaufstellungseinblendung. Rennen 2, das 16. Gesamtrennen. Auf geht's! Die Ampeln rot, die Ampeln gehen aus. Und das 16. Saisonrennen, Rennen 2 in Bukarest, ist gestartet. Mal gucken, wie das neue Setup sich auswirkt. Kommt da schon mal gut weg am Start. Ist schon hinterm Schweizer. Der Plätze verloren. Montero, jetzt kommt die Schikane. Die Reifenstapel haben sie nicht mehr dran gemacht und haben sich einige vertan. Auch der Schweizer. Und ein sehr, sehr guter Start von Michael Beisler. Also ich denke, das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Scheint ja vielleicht doch eine gute Setup-Verbesserung hingelegt zu haben. Weil der ist ja richtig durchgeschossen. Auch sehr guter stehender Start. Das ist auch nicht immer in der ITM beim Beisler gesagt, dass er gut stehende Start kann. Aber vielleicht haben sich die Setup-Änderungen bei Alfa Romeo bemerkbar gemacht. Dass der Flügel jetzt ein bisschen höher gestellt worden ist. Vielleicht mehr Anpressdruck dadurch. Und ja, da hat Schweizer schlechte Start gehabt. Der rempelt sich am Sieger von gestern vorbei. Der Beißler heute gewinnen sollte, müsste man mal nachrechnen. Ja, Montero vertut sich und da kommt er vorbei. Aber so weit sind wir noch nicht. So, wir spulen nochmal zurück, denn ich will sehen, es führt natürlich Luca Lichtmes. Das habe ich mir gedacht, dass Luca Lichtmes im Mercedes in Führung geht. Der hatte einen zweiter Platz, war das Beste, zweiter und dritter in Sion. Und er war, glaube ich, in Brasilien im zweiten Rennen nochmal dritter. Aber Luca Lichtmes, vielleicht heute mit seinem ersten Sieg, wäre dann für Mercedes der zweite Sieg. Hier kommt es nochmal. Ja, Fuxi kommt gut weg, aber ja, Ferres Volkosel, ja, und Van Verle. Der Audi hat ja gestern schon geklagte Probleme. Und Lichtmes souverän. Der Mercedes ist perfekt abgestimmt hier heute auf die Strecke. Und Fuxi da hinten schon gegen Valvo. Valvo geht dann an Fuxi vorbei. Und dann vertut sich Valvo und dann ist der Ricard vorbeigegangen. Also das ist. Und Justin Claus ist auch vorbeigegangen. Valvo auf der 6. Jetzt ist die Frage, wie gut ist die Bremsbalance eingestellt? Scheint auf jeden Fall vom Setup besser, lässt sich auf jeden Fall besser fahren als gestern. Ich meine, ihr seht die Rennen ja Samstag und Sonntag. Ich nehme die ja am Stück auf. Und also das ist schon deutliche Verbesserung. Aber ich kann jetzt schon das Tempo nicht mehr mitgehen. Ein Punkt wäre das immerhin. Sie verstehen hier. Die erste Runde absolviert. Lichtmes, Van Verle und Volkusch. Und Beisler gegen Fuxi. Vor uns Lukas Bär. Valvo ist jetzt an Bär vorbeigegangen. Beisler an Fuxi. Solange da noch vor mir Leute fahren, weiß ich, wo die Schikane ist. Dann treffe ich sie heute ein paar Mal mehr als gestern. Da habe ich sie, glaube ich, nur ganze 3, 4 Mal getroffen. Beißler rennt sich innen durch an Bär, das ist riskant. Aber wir können heute deutlich besser mit. Also die Regler, die ich da verstellt habe, wo ich keine Ahnung habe, was ich da verstelle, aber es scheint heute wieder das Richtige gewesen zu sein.
Und der Beisel hat ja keine Ahnung von Setups, dann lässt er irgendwelche Regler verstellen und haben auch in der STM damals gesehen bei Renault. Im zweiten Rennen lief es dann plötzlich. Was er da verstellt hat, ist vielen schleierhaft, weil man weiß, dass er nicht so Ahnung hat vom Setup. Aber das Auto fühlt sich auch mit dem Mehrflügel und der härteren Federung jetzt besser an. Lichtmess führt schon deutlich jetzt. Beißler gegen Bär. 1,18,5 die Schnellste. Hier hat der Beißler fast das Auto versenkt am Ende vom ersten Rennen gestern. Und Valvo driftet. Wird er das jetzt riskieren? Oh, Valvo schneidet mir den Weg ab, der hat sich da selbst eingeengt und da kann man sich natürlich Teil kaputt machen. Hat die Führung verloren jetzt. Und Valvo bremst sehr früh und Beißler schafft es hier spät zu bremsen und geht am Österreicher vorbei. Schon Fünfter, das läuft ja im Moment. Das, also wenn wir uns erinnern, was das gestern für ein Gefahren war, das läuft ja 100-mal besser. Also die Setup-Regler, die haben aber da mehr wie noch was gebracht. Also man merkt hier bei Race 07, wenn man da was verstellt, das bringt was. Grüße auch an Jake, der hat mal in der Race 07 WM das Getriebe falsch eingestellt. Dann hat er in Le Mans keine Chance mehr gehabt. Das erinnere ich mich mal, in der WM 2017 war das. Grüße auch an Valvo, Kenny, Joker, Jake habe ich ja schon genannt, Fuxi und natürlich Nobien. Und da steht Mirko van Merle! Da stand Mirko van Merle und der Beißler zieht durch! Das will ich mir nochmal angucken. Mirko van Merle stand da, die anderen mussten bremsen und der Beißler kam durch. Der ist jetzt schon Zweiter. Was geht denn hier ab? Da müssen wir jetzt aber nochmal rechnen, ob theoretisch jetzt der Beißler vielleicht sogar Meister wird. Ich hab's nicht auf dem Schirm. Wer jetzt wie ist? Der van Merle. Das müssen wir uns angucken. Warum stand der Mirko van Merle da? Mirko van Merle, da kommt er in das Geschlängel hier rein. Wir spulen die ganze Sequenz mal zurück hier. Bis da. So, jetzt. Mirko van Merle. Lichtmess kann sich gut absetzen, aber merkt auch Volkusch und Rickard, die Mercedes auch schneller. Da kommt dann diesen letzten Knick. Dieser ganz langsame Knick. Und vertut sich! Dreht sich da Volkusch, dreht ihn dann wieder in die richtige Richtung, sonst hätte es einen Stau gegeben. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal aus der Dachkamera an und natürlich aus der Rückkamera, wie der Ferisch Volkus ihn da wieder in die richtige Richtung dreht. Ja, da ist er, das ist ein Beißler, jetzt auch fast zu weit innen gekommen. Ferisch Volkus fährt dann da rein. Guck mal, so war es, der Sicht von Ferisch Volkus hat. Van Merle zu innen, zu weit innen, hat sich an der Mauer verhakt. Das ist bitter für Audi, der wird durchgereicht. Ja, jetzt auf die 5 oder 6 durchgereicht. Ein Podest hätten ihm viele gegönnt, der einzige Audi, der heute starten darf oder an dem Wochenende. Hier kommt es aus der Sicht von Ferisch Volkus. Ah, da, der Volkusch fährt ihm dann wieder rein und dreht ihn in die richtige Richtung. Aber was war dann mit Michael Beißler? Das müssen wir uns hier aus der Dachkamera angucken. Der Beißler war nämlich so aufgeschlossen. Also auch der hat setup-technisch seinen Alpha hingekriegt, die anderen nicht. Beißler hat zwar den anderen auch die Setup-Werte durchgegeben, die er eingebaut hat, so fair ist der Beißler. Aber die kommen nach wie vor nicht mit dem Alpha zurecht. Also das scheint einfach wieder ein Glücksfall für den Beißler zu sein, die Setup-Werte. Die müssen nicht unbedingt richtig sein. Aber er wollte dem Team ja helfen. Da war Fünfter zu dem Zeitpunkt, hatte Valvo und Bär überholt.
Ja, und Rickard hat es hier schon versucht gegen Volkus. Dadurch ist der Beißler rangekommen. Und war jetzt zur richtigen Zeit nach vorne. Also das ist komplett anders als das gestern. Das war ein Herumgekrebse. Zwei Runden Rückstand und heute kann er mitfahren. Da fährt der Van Wert, da fährt der Volkus rein. Oh, da fährt der Beißler fast rein und dann halten die sich auf. Rickard versucht und dann geht der Beißler vorbei. Was für ein Wahnsinn. Aber kann er das auch halten? Michael Beißler auf der 2. Nein, kann er nicht, da rutscht er raus. Verliert die Plätze. Und damit war es das, eine kurze Zeit auf Platz 2. Ja, also bei der Strecke brauche ich Leute, die vor mir herfahren, damit ich die Schikanen sehe. Aber der Beißler, der ist heute mutig unterwegs, hat er weiß, dass es geht. Ja, halbe Runde mal Zweiter, war ein super Move, aber wir haben es ja leider gesehen, der Beißler hat es nicht lange halten können. Aber das gibt mir Mut, dass hier was geht. Kurz mal bis auf 2 vorgekommen. Und die anderen fragen sich, wieso klappt bei uns das Setup nicht? Da innen rein bei Prerat. Ja, die Tür nicht ganz so. Oh, was ist denn hier schon wieder Chaos? Schon wieder einer an der Wand hängen geblieben. Matze Schweizer war das. Und Montero, die sind da als geregelt gekommen. Aber die zwei Seats und der Beißler ist schon wieder auf dem Punkteplatz. Spannend, spannend. Und die Schikane hier. Kriegen einige nicht. Fuchsi hat sich vertan. Fuchsi hat vor uns die Schikane nicht gekriegt. Hält da den Bär auf. Beißler jetzt schon wieder Sechster. Also komplett verkehrte Welt. Gestern ein hinterhergefahren mit 2 Runden Rückstand. Heute der Beißler souverän. Fährt er um Positionen mit. Das hätte ich gerne gestern gehabt schon. Und ich habe leider auch, weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich da eingestellt habe. Das hätte ich mir mal ein Screenshot machen sollen. Aber der Beißler, der geht jetzt auch. Jetzt geht er. Jetzt hat er Mut gefasst. Jetzt weiß er, was da gehen kann. Und der Lukas Bär, der hat natürlich auch ein besser eingestelltes Auto. Valvo jetzt durch das ganze Chaos mittlerweile auf der 4. Luca Lichtmes, der hat sich vorne gemütlich abgesetzt. Und da hat sich der Van Wehrle erneut gedreht. Erneut dreht sich Mirko Van Wehrle. Gucke ich mir nochmal kurz an. Mirko Van Wehrle hat erneut seinen Alfa Romeo. Rickard Volkusch und Lichtmes. Also Dreifachführung Mercedes. Und Van Wehrle hat sich mal wieder weggelegt. Wir gucken uns das doch mal aus der Dachkamera an. Also diese letzte Kurve, da scheint er mit dem Audi Probleme zu haben. Und wieder konnte der Beißler vorstürmen. Also ein sehr, sehr ereignisreiches zweites Rennen hier, dieses 16. Saisonrennen in Bukarest. Ja, er hat sich wieder vertan. Und der Bär dreht ihn wieder in die richtige Richtung. Und der Beißler, der fährt dann wieder vorbei. Haben wir schön im und der Fuchsi geht noch vorbei. Haben wir schön im Ausschnitt von Van Wehrle gesehen, brauchen wir uns jetzt 20 Mal angucken. Beißler gegen Lukas Bär. Wie spät kann Beißler bremsen? Quetscht er sich da durch gegen Lukas Bär. Der hält natürlich dagegen. Ist ja sein gutes Recht. Oh, da brettert er durch die Schikane durch, der Bär. Aber Beißler hat sie auch noch so semi gekriegt. Ich denke, das ist in Ordnung. Aber da hat Beißler zurückgesteckt. Das hätte eine Kollision geben können sonst. Beißler 6, Bär 5. Ich bin heute zufrieden, dass wir überhaupt hier mitfahren können in dem Rennen, dass wir hier heute tatsächlich eine Punktechance haben. Aber wenn das erste Rennen so für den Arsch war.
Aber der BMW ist deutlich besser eingestellt. Das merkt man. Lichtmess, der zieht seine Runden da vorne. Der ist schon 8 Sekunden fast weg von Ferenc Volkus. Gibt es heute der erste ITM-Sieg von Luca Lichtmess? Nein, nicht, nein, nicht, nein, nicht auf den Körb kommen. Nein, da hängt er wieder. Okay, also diese Strecke hat es in sich. Was wird Beisler machen? Bei Alpha überlegt man schon, einen frühen Stopp zu machen. Man sieht die Reifenwerte, die sehen gut aus. Bei Lukas Bär wird man jetzt nicht mehr folgen können. Er macht wieder ein starkes Rennen, Lukas Bär. Den möchten wir mal loben. Lukas Bär gilt es zu loben hier. Ein wirklich durchaus guter Pilot, Lukas Bär. Und der wird auch in der TWC für BMW an den Start gehen. Und ich traue dem Lukas Bär da einiges zu. Dann im Frühjahr in der TWC. Der Luca Lichtmess, der freut sich darüber, dass es hinter ihm so viel Chaos gab. Der Bremsweg ist wirklich gewaltig. Wieder die Schikane nicht gekriegt. Also es heißt hier nur noch verteidigen. Nach vorne geht jetzt nichts mehr. Ein früher Boxenstopp wird uns rauswerfen. Da kommt ja immer noch die Gefahr, dass man hier mit dem Kurs Probleme hat. Nach wie vor, das lässt sich nicht wegtäuschen, dass der Kurs mir nicht liegt. Aber auch der Fuchsi schrammt hier. Man hat da dieses Geholpere, man sieht es ja auch. Wenn man jetzt der Adria Raceway nimmt, was das für eine Strecke war. Flache Strecke, das ist ein Geholpere hier. Aber das macht so eine Meisterschaft aus, dass man auch verschiedene Unebenheiten dann hat. Boxenfenster geht sowieso erst in 4-5 Runden auf. Diese erste Kurve, die müssen wir jetzt versuchen, mal einigermaßen zu bekommen. Diese Schikane hier auch. Drei Punkte für den Beisler, wenn er hier Sechster würde. Das sind auch 3 Punkte für Alfa Romeo, weil der im ersten Rennen leider versagt, das Team. Absetzen kann man sich auf dem Stadtkurs nicht. Lukas Bär kann ich aber nach wie vor noch irgendwie sehen. Der Anzeige zumindest. Montero hält den letzten Punkt in dem Rennen. So, diesen 50-Meter-Schild muss ich schon bremsen. Und da ist Fuck, da ist Rickard. Rickard ist da weggedreht. Da, Alex Rickard! Alex Rickard hat sich da weggedreht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Lukas Bär wieder auf Podestkurs. Alex Rickard hat sich weggedreht. Und hier kommt die Auflösung. Es war die Schikane. Hier diese erste Kurve kriegt der Beißer nicht. Wir müssen immer gucken, dass wir kurz vorm 50-Meter-Schild bremse. Ja,
angeschlagen und dreht sich dann. Ja, das ist aber auch dämlich, hätte es jetzt ausgesehen. Wenn wir uns nochmal angucken. Auf 3 liegen. Das war's mit der Dreifachführung für Alex Rickard. Damit ist Lukas Bär wieder auf dem Podest. Ah, Luca Lichtmes, der fährt in der eigenen Liga in dem Rennen. Ja, hat das Auto komplett verloren. Ah, Lukas Bär ist noch dran gefahren. Das heißt, Valvorik ist jetzt Dritter. Valvorik im Chevy wieder auf dem Podest. Beißler jagt jetzt Alex Rickard. Haben wir das auch mal gesehen. Aktuell Sechster. Kann damit sehr gut leben mit dem Rennen. Ich bin zufrieden mit dem Rennen. Aber Mercedes hat hier einen Dreifachsieg vor Auge gehabt. Aber Rickard hat die Schikane nicht erwischt. Lichtmes macht es ganz konsequent. Ja, hier muss man früher bremsen bei dem Gehubel hier. Fuchsi und Montero immer in Lauerstellung mit dem Beißler. Ach, fast 9 Sekunden weg der Lichtmes. Der kann heute das Rennen gewinnen. Das ist der erste Sieg für Luca Lichtmes in der ITM. Der zweite für Mercedes. Rickard gewann das erste Rennen in Spielberg damals. Da ist wieder ein Ausgang der Schikane ein paar weggelegt. Mal den Rickard durch, den Fuchsi nicht. Die Rennleitung will sich das aber nochmal anschauen. Es war nicht sehr grob unsportlich. Also es könnte sein, dass es mit der Verwarnung zurecht geht. Weil er hat ja dann den Rickard wieder richtig hingeschoben und hat ihn wieder vorbeigelassen. Damit hat keiner Platz gewonnen, keiner Platz verloren. Der Fuchsi ist näher rangekommen. Ah ja, der Bremspunkt verpasst. Ja, und hat den Dreher aber vermieden. Und dann gucken wir uns das jetzt nochmal aus der Rückansicht an. Fuchsi ist dadurch näher rangekommen jetzt. Und Lukas Bär hat sich davon abgesetzt. Hier gucken wir es nochmal aus der Heckkamera von Alexander Rickard an. Ja, der Beißler hat jetzt übermütig versucht. Da hat sich der Rickard fast gedreht. Und dann lässt ihn der Beißler aber wieder durch. Kann aber den Fuchsi blocken. Ja, ich denke, das ist eine Verwarnung. Haben wir es uns mal angeguckt. Also da haben wir schon gröbere Scheiße erlebt vom Beißler. Das Revanche-Foul vom Eich hat natürlich nicht mit eingerechnet. Und die Rennleitung verwarnt Michael Beißler. Verwarnung für Michael Beißler. Also, weil er auch wieder Rickard erstens wieder richtig hingeschoben hat und zweitens hat er ihn wieder vorbeigelassen. Also keiner hat was verloren. Verwarnung für Michael Beißler. Das war an der Grenze, aber das kann man noch durchgehen lassen. Aber Fuchsi ist jetzt näher. Montero hat jetzt verloren dadurch. Der Fuchsi macht auch eine gute Saison. Also ich muss echt sagen, dass der Fuchsi hier in der ITM eine sehr, sehr gute Saison fährt. Unter den Top 5 die ganze Zeit schon der Fahrermeisterschaft. Vize-Weltmeister in der Tourenwagen-WM. Und jetzt hat Rickard sich vertan. Aber der Beißler wird nichts riskieren hier. Der Standkurs ist schon heikel. Und Fuchsi, der lacht sich jetzt mal, ja gut, jetzt mal an, was der Beißler hier macht. Der weiß, der Beißler, der kann doch nicht ohne eine Berührung hier. Aber wir können mitfahren. Ganz anders als gestern in dem Samstagsrennen. Das ist doch schön. Da haben wir doch schon das Auto verbessern können mit dem Setup. Aber mir gefällt die Strecke eigentlich. Schade, dass das mit den
Boxengassen zu wenig sind, dass wir da nicht alle fahren lassen können. Sonst wäre die fix im Rennkalender. Aber das ist ein Grund, warum ich sie rausnehmen muss. Weil das wäre sonst Wettbewerbsverzerrung jetzt. Oh, der Fuchs geht hart zu Werke. Ja, der will's wissen, der Fuchs. Der will's wissen. Lichtmess, Vollkurs, Schwalborik. Also eigentlich bremse ich schon beim 100-Meter-Schild. Und Rickard hat die Tür offen gelassen und Beißler auf der 5. Muss man auch schon bei 50-Meter-Schild in die Schikane reinbremsen. Also die Erfahrung, die wir gesammelt haben im ersten Rennen, die kommt uns hier zugute. Das muss man ganz klar mal sagen, dass man hier weiß, man muss beim 100- oder beim 50-Meter-Schild bremsen. Wer gestern im ersten Rennen überhaupt nichts hingekriegt habe. Und das kommt uns zugute fürs zweite Rennen. Fuchsi muss jetzt abreißen lassen. Jetzt erstmal den Beißler verloren. Man kann auch nicht höher wie dritter Gang die Kurven fahren. Also es ist hier kein Hochgeschwindigkeitskurs, meine lieben Freunde. Es ist wirklich ein intensiver Stadtkurs. Also sowas müssten sie in der Formel 1 fahren. Das hätte mir 100-mal mehr gefallen. So ein holpriger Stadtkurs wie Baku, Aserbaidschan. So ein glattgelackter Stadtkurs. Das wäre doch mal was hier. Rumänien Grand Prix in Bukarest. 20 Fahrer gibt es in der Formel 1. Aber die Box ja reiche. Schweizer ist jetzt dran an Fuchsi. Der hält jetzt den letzten Punkt. Also Montero hat einen Fahrfehler begangen. So, 100-Meter-Schild. Ja, Montero hat einen Fahrfehler begangen und ist dann rausgerodelt. Und heute kriegen wir auch mal die Schikane. Heute haben wir sie weniger verpasst als gestern. Aber auch das Setup, was wir verändert haben, scheint jetzt besser zu passen. Wieder den Dreck von der Windschutzscheibe puste. Da kommen wir auch noch weit raus. Man merkt, dass der Rickard ein besser abgestimmtes Auto hat auf den Kurs als ich. Mit dem Mercedes. Lukas Bär kann ich nicht folgen. Auf keinen Fall. Das ist jetzt die Frage. Boxenstopp wann? Boxenfenster ist schon offen. Volkusch versucht sich jetzt ranzuarbeiten an Lichtmess. Der Ungar wittert auch eine Chance, Rennen zu gewinnen. Fuchsi hat abreißen lassen müssen, kann mir und Rickard nicht mehr folgen. So wie sie eingefahren. Siehst du, man wird auch in die Wand getrieben. Das ist die Gefahr an der Bodenwelle. Die treibt einem auch regelrecht in die Wand hinein. Also wenn ich da auf einen Punkteplatz ins Ziel komme, bin ich mit dem zweiten Rennen mehr, wie ich bin jetzt schon irgendwie zufrieden. Weil ich bin deutlich besser dabei als gestern. Also das ist eine deutliche Steigerung. Was ich hier um Punkte mitfahren kann, hatte ich nämlich vor dem Rennen noch ausgeschlossen. Und gestern auch, habe ich ja gesagt. Glaube nicht an Punkte, aber es ist möglich. Es ist drin heute. Ein paar Pünktle auch für die Herstellerwertung nach dem Desaster gestern. Könnte es bei einem Nuller für Alpha bleiben. Naja gut, wenn der andere Hersteller auch schon in der Saison. Auch Alpha ist nicht unfehlbar. Auch wenn ich die Saison im Griff habe. Mit Beißler als Fahrer.
Heute traut sich der Lukas nicht so eine große Strategie, weil er jetzt schon von Anfang an weit vorne fährt. Also für die Meisterschaft reicht es heute noch nicht. Aber im ersten Rennen am Norrisring kann Michael Beißler, der Champion der ITM-Werte, wenn er hier Punkte mitnimmt. Dann ist das Thema am Norrisring schon in Rennen 1 gelaufen. Die Herstellerwertung, die lenkt er auch noch in weiter gute Bahnen. Jetzt kommt die Meldung vom Fernseher, die hätte auch mal eine Stunde früher kommen können. Blöd, wenn sie mit in der Kurve gekommen wäre. Gott sei Dank sind wir gerade auf der Geraden und dann kann ich da schnell Pausetaste drücken. Boxenstopp brauchen wir nicht, dann nehme ich immer die Halbeinstellung. Die komplette ist ja nur, wenn man es reparieren müsste, aber das müssen wir ja nicht. Also wir können an Lukas Bär aufholen mittlerweile. Durchaus. Nach starken Anfangsphase hat sich das Rennen hier in Bukarest beruhigt. Und Luca Lichtmes ist der große Favorit. Er setzt sich am Masse. Obwohl Feresz Folkos hat jetzt auch nochmal zum Attacke geblasen. Der will jetzt auch das Rennen gewinnen. Und Valvo, der will sich noch den Sieg von gestern holen. Der hat heute die Chance auch wieder zu gewinnen. Also, dass wir gestern das Rennen einfach gefahren sind, das war gute Erfahrung, weil mittlerweile wissen wir, wie die Strecke funktioniert. Und Lukas Bär, der ist jetzt dran, der ist jetzt vor uns. Der holt die Punkte, Bergmann schmiert ganz schön ab in der Saison. Schon wieder noch vorletzter, habe ich gerade gesehen. Sind wir weit rausgekommen, ja. Da mal ein bisschen verbremst. Hab ja oben und rechts links die Spiegel. Sehe ich ja wieder, Rickard. Auch nicht mehr näher dran kommt an den Beißler. Reifenverschleiß. Jaff geht jetzt vorne ein bisschen mehr auf die Reifen, das neue Setup. Aber da der Beißler ja immer noch gut mitfahren kann. Alfa Romeo gegen Mercedes. Es gab es Mitte der 90er in der DTM, ja. 94 bis 96. Na, 93 bis 96, als Alfa Romeo eingestiegen ist. Habe ja vom 96er Alpha ein Modell. Das ist der ITC. Aber von was habe ich keine Modelle, kann man mich mittlerweile fragen. Ich müsste mal ein Video, glaube ich, machen dazu wieder. Weil ich habe ja ein Modellauto-Video, das ist von 2015. Aber das ist mittlerweile obsolet oder das ist outdated, weil ich habe mittlerweile doppelt so viele Modellautos als noch vor 5 Jahren. Man muss einfach mal gucken, ob die Akkus von meinem Camcorder noch gehen. Weil die haben schon seit dem letzten Sommerfest vor anderthalb Jahren nicht mehr aufgeladen. Manchmal kriegt man sie wieder repariert, aber... Also mir gefällt die Strecke. Schade, dass das mit einer Boxengasse ist, dass dann hier immer Fahrer aussetzen müssen. Vielleicht lasse ich sie trotzdem drin und dann gibt es eine Aussetzrunde. Muss ich mir noch überlegen, weil ich mag diese Strecke mittlerweile. Freunde mich mehr mit ihr an. Also das ist auch dieser Holperkurs, sowas braucht man eigentlich. Ah, sind wir zu weit gefahren. Ja, da ist der Rickard jetzt dran gekommen an uns. Lichtmes in der Box. Und Joe Gerner hat gesagt, okay Michael, box das Lab, wir gehen auch rein. Wir müssen früher als Lukas Bär reagieren. Weil wir kämpfen um Punkte. Boxenstrategie. Die ist natürlich auch so eine Sache. Da kann man ja mal kurz noch die Scheibe sauber machen. Wenn die Leute wundern, warum der im Trocken immer Scheibe schaben hat. Ja, um den Dreck von der Scheibe zu kratzen. Und den Vogelschiss, der da immer drauf kommt. Aber echt schon wie das Gebremse.
Geräuschen das anhört. Boxeneinfahrt ist relativ einfach zu erwischen. Da gehen einige in die Box. Bär auch. Beißler auch. Bär auch und Beißler auch und Valvo auch. Ferisch, Volkus, Babic in der Box. Volkus führt vor. Auch Rickard geht rein. Sehr gut. Igor Babic ist draußen. Da packt jetzt ein Markenkollege in mir drin. Ich fall weit zurück. Auf die 10 falle ich zurück. Langer Stopp war das. Letztendlich falle ich auf die 11 zurück. Aber es müssen auch ein paar in die Box. Montero und Freitag bin ich mehr. Montero war, glaube ich, gerade. Freitag muss noch in die Box. Igor Babic ist raus. Wir können das nicht mehr einspielen. Aber ich habe gerade von Joe Gerner aus der Box erfahren, ein technischer Defekt, Hydraulikprobleme bei Igor Babic. Er musste den Alpha von Gerner aus abstellen. Also Ausfall, DNF. Igor Babic ist raus. Das haben wir gerade gesehen. Ich habe gedacht, er war beim Boxenstopp. Jetzt er steht in der Box. Fuxi muss in die Box. Wir haben aber alle nicht Kriege. Wir fahren auch nur um Punkte, nicht ums Podest heute. Lichtmess bereinigt, müsste er wieder Erster sein. Eine gute Ausgangslage geschaffen mit dem Stopp. Und Montero muss meines Wissens nach nicht, aber Freitag muss. Montero war in der Box. Babic draußen, Rickard war in der Box, Schweizer war in der Box vor mir. Aber Freitag meines Wissens nach eben nicht. Montero und Schweizer ja. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren, langer Stopp. Wird der Beißler das jetzt riskiere, ausgangs der Schikane an. Freitag vorbei, der drängt da ab. Ja, Freitag mit Problemen. Ferisch Volkus fährt wieder so lang wie gestern. Und Valvo wird jetzt was Ähnliches probieren. Und beißt das an Freitag vorbei. Ja, Montero wird auch kriegen. Also Punkt ist drin. Punkte sind drin. Und ich denke, dass noch ein oder zwei Fahrer da vorne fahren, die noch einen Boxenstopp machen müssen. Und dann wird der Michael Beißler auch wieder in die Punkte kommen. Rickard hat dadurch aber den Beißler überholt, weil dessen Stopp schneller war. Kasper ist nicht in die Box gefahren. Doch, der war vor mir drin. Lichtmess ist natürlich mit frischer Reife an Bär vorbeigegangen. Fuchsi jetzt in der Box. Cortez in der Box. Ja, siehst du mal, da sind noch Fahrer. Damit sind wir jetzt schon... Ja, Fuchs ist auch vor uns rausgekommen. Genau, Cortez war nämlich noch vor uns gewesen. Gut. Ja, da wir nicht so schnell konnten, haben da viele profitiert. Die hatten freiere Fahrt. Ferisch Volkus in der Box, Valvorik auf der 1. Und Beißler, Spätbremsmanöver geht an Montero durch. Ist jetzt Achter. Damit hätten wir wieder einen Meisterschaftspunkt mitgenommen. Und um mehr geht es nicht. Es geht um so viele Punkte wie möglich, aber es geht weder ums Podest heute, noch um einen Rennsieg. Dafür sind wir nicht gut genug für den Kurs heute. Aber dass wir im Vergleich zu gestern überhaupt heute um Punkte fahren, ist eine super Sache. Nein, Ferisch Volkus und Valvo waren noch nicht an der Box. Der Valvo ist an Ferisch Volkus vorbeigegangen.
Also Valvo will's wissen. Gestern hat er das Rennen nicht geschafft zu gewinnen. Der will's heute schaffen. Igor Babic schaut jetzt aus der Box zu mit Hydraulikdefekt. Musste er gerade seinen Alpha vor einigen Runden abstellen. Nächster auf der Überholliste ist Fuxi. Der macht ein super Rennen. Der macht auch eine hervorragende ITM-Saison, der Fuxi. Das muss man mal ganz arg loben, dass der Fuxi LP ein wahnsinns guter Tourenwagenfahrer ist. Also Tourenwagen ist der Fuxi wirklich saugut. Wir haben das in so vielen Commentaries und Rennserien in der Vergangenheit schon oft gemerkt, dass im Sport und Tourenwagen ist der Fuxi einfach ein guter Fahrer. Und er war nicht umsonst in der TWC sogar am Ende Vize-Weltmeister hinterm Beißler letztes Jahr. Valvo fährt Vollkusch, wird jetzt von also Lichtbess legt ein Tempo hin. Wenn der das Rennen nicht gewinnt, dann weiß ich es auch nicht. Auch Valvo wird ihn nicht halten können. Schweizer 6, Rickard, ja, der hat auch profitiert. Beißler aber auf der 8. Langsamer mache. Zwölf Minuten noch. Mögliche Kandidat zum Überholen wären noch Fuxi und Schweizer. Ich denke, weiter vor, wie eben wieder auf diesen sechsten Platz, wird es auch nicht gehen. Da waren wir vor dem Stopp schon. Da waren wir sogar Fünfter. Aber fünfter Platz wird es nicht werden. Den hat sich der Rickard durch die Stoppstrategie wieder zurückgeholt. Ich meine, er sitzt auch im heute besser abgestimmten Auto. Ja, da haben wir auch Zeit verloren, weil wir da fast reingescheppert wären in diese Kurve. Egal, ob es jetzt sechster, siebter oder achter wird. Mit dem Rennen bin ich heute mehr wie nur zufrieden. Dass ich überhaupt da um diese Punkte hätte fahren können, das ist eine tolle Sache. Das freut mich sehr. Und der Matze Schweizer untermauert seine Ambitionen. Der Schweizer hat einen Fahrfehler drin gehabt. Der hat verloren. Das untermauert die Schweizer seine Ambitionen, genauso wie beim Fuxi, dass die beide, auch Valvo, der sich jetzt nochmal ranspielen kann im Kampf um P2 in der Gesamtwertung, weil ich meine, wir wissen ja alle, jetzt in der Saison ist Michael Beißler das eigentlich nur noch selber wegwerfen kann. Am Norrisring wird Michael Beißler zum Meister der ITM-Saison. Und da kann er sich voll und ganz auf TWC und STM konzentrieren. Das sind die nächsten Aufgaben. GT3 Europameisterschaft ist geplant. Ich weiß noch nicht, ob ich sie unterbringe. Kann auch sein, dass wir sie weglassen dieses Jahr und uns dann voll auf TWC und STM konzentriere. Das ist durchaus, weil wir haben ja GT3 Rennen so drin. Also ich bin schön im Mittelfeld. 2 Sekunden. 1:16. Absolut schnellste Runde. Wir hatten vorne 1:18er mal gefahren. Absolut schnellste Runde. Und das mit dem über Schikane rumpeln war ja eine Runde davor. Der letzte war gut durchgekommen. Also damit hätte man noch eine Chance auf den Fuchs. Also macht mir jetzt richtig Spaß, dieses Rennen hier. Und diese Strecke würde ich schon gern behalten, aber da müssen wir wohl damit rechnen, dass dann halt immer vier Fahrer hier nicht fahren dürfen. Das ist die einzige Strecke, in der es eine Aussetzrunde geben wird. Aber ich finde diese Strecke so toll, ich würde die gerne behalten. Aber ich überlege mir das nochmal in der Kalenderzusammensetzung, haben wir ja ein bisschen Zeit. So, Fuxi ist dran. Da sind wir dran. Am Chevrolet in der Promarkt-Lackierung.
Da habe ich einen Mercedes mir jetzt ersteigert von 95 DTM in der Promark-Lackierung. Vom Kurt Team, kennen wir ja alle, die legendäre. Und der Schweizer, der ist auch schon da. War Valvo schon in der Box? Ja, die müssen in der Box gewesen sein. Weil sonst werden sie disqualifiziert. Boah, kleiner Anschlag hier. Aber dadurch sind wir näher rangekommen, auch an Schweizer. Ja, an Fuchsi kommen wir ran. Den können wir noch schaffen. Also Race 07 nach wie vor, auch wenn das Spiel jetzt 14 Jahre alt ist, von 2007, die Erweiterung Race On, das letzte Race in Section, die letzte große Erweiterung der Reihe ist von 2012. Das Spiel ist nach wie vor eines der Top 3 Rennspiele für mich, nach wie vor, weil man kann ja so viel machen. Man sieht ja hier, was man immer noch für spannende Rennen bei so einem alten Rennspiel, und das funktioniert noch über Steam auf moderne Computer, was man hier noch alles machen kann. Lichtmess führt Lukas Bär jetzt auf der 2. Ja, der Lukas Bär hat es super gemacht. Also der Bär und BMW, die haben richtig gute Strategien herausgepackt, Lukas Bär. Bär und BMW, das gibt der nächste zweite Platz. Und damit könnte auch Lukas Bär noch Vizemeister der ITM werden. Das ist auch noch nicht ungewiss. Und Beißler ist dran am Fuchsi. Ich hoffe aber, am Norrisring dürfen dann wieder alle 24 am Start sein. Nicht, dass das jetzt die Saison verhagelt. Weil das wäre blöd, dann setze ich die Strecke ans Ende. Aber ich glaube schon, am Norrisring sind bestimmt wieder alle am Start. Besser vom Cheffi als vom Alpha auf dem holprigen Stück. Vorne Lichtmess hat es im Griff. Für 4 Sekunden weg vom Bär. Also ich glaube auch der Lukas Bär wird heute nicht gewinnen. Das Rennen auch nicht. Aber wird wieder Zweiter. Und Valvo wird wieder Dritter. Also bis auf den Sieger bleiben die Plätze 2 und 3 wieder identisch wie das, was wir auch gestern schon gesehen haben. Bär vor Valvo. Ein Schweizer kommt jetzt in Bedrängnis. Auf den holen wir jetzt auch so langsam auf. Auch der Schweizer kommt jetzt, der verliert jetzt so ein bisschen. Oder hat Gas rausgenommen. Kann auch sein. 5,5 Minuten noch. Es geht hier um Platz 7. Zwischen Fuchsi, Grüße an der Stelle, und Michael Beißler. Und wenn wir uns vor Auge halten, wie das Samstagsrennen hier gelaufen ist. Ja, will er mich in die Box holen, aber die Reifen sind top. Brauche nicht in die Box. Ja, hier in dem Stück verliere ich gegen den Fuchsi. Bei Sky würden sie jetzt sagen, wer will es mehr. Aber ja, wer kann mehr? Mein, der Fuchsi, der kommt ja auch nicht am Beißl, am Ding, am Schweizer vorbei. Dann Igor Babic, ganz gespannt, schaut, ob Beißler den vielleicht einzigsten Alpha-Punkt in diesem Event holen kann. Oh, da fährt er dem Fuchsi ran. Das gucken wir uns an, weil nichts passiert, aber war hakelig, sag ich mal. War hakelig jetzt die ganze Nummer. Aber es ist möglich, der Neuntplatzierte ist zu weit weg, also wir haben die Chance, den einen Punkt hier mitzunehmen. Das ist Schadensbegrenzung. Mehr ist für Alfa Romeo nicht möglich gewesen. Aber dann hat, ja, hier sehen wir es.
Ha, aber nicht viel passiert. Würde es gerne auch nochmal aus der Sicht von Fuxi von der Heckkamera angucken. Ha, war knapp, war okay. Beide haben sich auf der Strecke gehalten, es ist nichts passiert. Das ist Racing, das kann man so durchgehen lassen. Aber es hat Beißler weniger gebracht, denn er hat wieder verloren. Er wird gerade auf dem holprigen Teil nach bergauf der Altstadt wieder verlieren. Wenn er jetzt hier nicht irgendwas auspackt. Und jetzt versucht das, jetzt versucht das! Jetzt wird er auf diesem Altstadtstück aber wieder verlieren. Ah, Fuxi aber wieder Verteidigungsbremsen gemacht. Der hat ja auch gewusst, dass ich den Beißler in so ein Bremsding zwingen muss. Weil Fuxi unter Druck. Ich glaube, Matze Schweizer werden wir nicht mehr kriegen. Aber Fuxi ist noch möglich. Für einen Schweizer wird die Zeit nicht mehr reichen. Aber jetzt sind wir nah dran. Jetzt sind wir gut dran. Wenn wir natürlich schnell vorbeikommen am Fuxi, vielleicht geht auch noch der Schweizer. Aber Rickard geht nicht mehr. Und Fuxi, diesmal ist die Tür offen. Und diesmal super Manöver. Beißler ist siebter. Aber Fuxi hat jetzt schon die Tür ein bisschen aufgemacht, um zu verhindern, dass der Beißler ihn wieder ranscheppert. Dadurch ist der Beißler aber jetzt vorbeigefahren. Und ja, Schweizer und Rickard hat Reifenprobleme. Hören wir, verliert jetzt auch so langsam. Jetzt werden die Reifen beim Beißler irgendwie besser. Was geht noch für den Michael Beißler? Also siebter Platz sind 2 Punkte, die wir mitnehmen. Es sind 79 in der Gesamtwertung. Ich meine, da brauchen wir uns ja nicht vormachen, dass das gute Punkte sind. Nach so einem katastrophalen ersten Rennen, aber... Fuxi will auch noch mitkämpfen. Tanja Chirac heute wieder unter Ferner Liefen und der Rickard hält die Schoße da auf. Der Rickard hat Probleme, der hält die Schoße auf. Da kommt der Beißler vielleicht nochmal rangefahren an die Kollegen hier. 2:10. Gibt vielleicht noch 3 Runden. Das sind auch schöne Rennen. Die, solche Rennen sind manchmal schöner als Siege, wenn man vorne wegfährt, wenn man sich hier Punkte erkämpft. Gerade wenn man dann das Rennen davor so vermurkst hat und dann das Rennen danach, Setup was umgestellt, alles passt. Auto macht das, was es Auto machen soll, nämlich fahre und auch auf der Strecke bleibe. Ja, und hallo Matze. Schön dich zu sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns in einem Rennen nochmal treffen. Der Seat, der sollte eigentlich auch besser liegen, weil der hat das erste Rennen gewonnen gestern. Es gibt da nur eine Hymne nachher, wenn Luca Lichtmess gewinnt, weil Fahrer und Hersteller deutsch sind. Haben wir ja noch eingestellt vom letzten Mal, da muss ich mal gar nichts einstellen. Aber Lukas Beer hätte es noch nicht aufgegeben, der hat jetzt die Chance. Ui, ganz spät am Schweizer vorbeigegangen. Das will ich mir nochmal angucken. Das gucken wir uns noch einmal an. Ganz spät, Fuxi kann das Tempo jetzt nicht mehr mitgehen, hat ein bisschen rausgenommen. Ganz spät auf letzter Rille, ohne raus. Ja, ich habe mich schon wieder an der Wand gesehen, noch am Matze Schweizer. Bin schon wieder Sechster. Kann ich Rickard überholen, dann bin ich da, wo ich vom Stopp wieder war, auf der 5. Weiter vor, wird es aber nicht mehr gehen. Aber immerhin P6, 3 Meisterschaftspunkte. Jetzt sehen wir es nochmal. Boah, auf der letzten Rille auch der Schweizer hat die Tür aufgerissen. Stark. Wahnsinnsmanöver. P6. Valvo lässt jetzt auch ein bisschen schleife.
Der Fährisch Volkus will noch den Dreifachsieg für Mercedes holen. Obwohl, das geht ja gar nicht mehr, weil da vorne ist ja der Ricard rausgefallen. Der Lukas Bär will seinerseits versuchen, das Rennen noch zu gewinnen. Der Mercedes ist aber besser eingestellt auch als der Chevy. Wäre der zweite Mercedes-Sieg in der ITM, andersrum wäre es der zweite Sieg für BMW. Ricard gewann das einzigste Rennen für Mercedes in Spielberg im Rennen 1, BMW und Bergmann gewannen in Spielberg Rennen 2. Ja, das war ja da, wo der Schweizer mich ein bisschen rausgeschubst hat, da im Kampf ums Podest, als es einen Fünfkampf um den Sieg gab. Und Lukas Bär ist dran. Also da wird es nochmal spannend, ob der Lichtmesser es jetzt tatsächlich schafft. Letzte Runde, Final Lap. Nein, vorbei. Luca Lichtmes hat's. Luca Lichtmes hat's. Hat gewonnen und wir sind Sechster geworden. Jawohl. Das war schon die letzte Runde, meine Damen und Herren. Luca Lichtmes hat es ins Ziel gebracht. Gewinnt sein erstes ITM-Rennen und holt den zweiten Sieg für den Hersteller Mercedes nach Ricard in Spielberg Rennen 1. Ich habe es jetzt erst gemerkt, dass die schwarz-weiß karierte Flagge da unten eingeblendet wurde, dass wir tatsächlich im Ziel sind. Ja! P6! Das ist ein Rennen, da freue ich mich mehr als über einen Sieg. Und schau mal, wie knapp das war, wie knapp der Lukas Bär diesmal noch knapper als gestern am Sieg war. Well done, Luca. First win in the ITM, second win for us. Great drive, great job. Yes! 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 Yes, guys! Yes, the car was a complete weekend, so great. Perfectly slow vibration, slow bumps, very nice setup. Thank you so much. First win in the ITM. I'm so happy. It's my third podium in the season. My fourth podium in the season. I'm so happy. Thank you so much. Great drive, Luca. Great drive. Okay, Lukas, another second place. Second time in a row. Well done. Bucharest is Lukas Berland. In this race, so close to the win. Great job. Great job, Lukas. Thank you so much, guys. Luca, I have a little bit problems in the last three, four laps. I see my chance. I have no chance. I give him my best second place two times in a row. I'm happy with this race weekend. Very good for the Manufacturers Championship. Well done. Thank you. Okay, Valvo, P3. Another P3. Second time in a row. Very good. Also master of the Bucharest track. Oh, thank you so much. This race was tougher with the race yesterday, but today I'm happier for the third place. Starting from sixth, I'm a good result. Good result. Und der Michael Beiß hat auch noch einen Funkspruch gekriegt. Vom Joe Gerner. Auch den spielen wir ein. Okay, Michael. Sensational drive. Sensational drive. After the disappointment, the problems from yesterday, your setup ideas was perfectly today. Your sensational drive, you become 3.6 place. Very good, very good. Yes, guys, I'm so happy. So a shit race yesterday, I'm happy this was a great result for me. Sixth place, so close to Alex on fifth. I'm so happy. Yesterday, two laps overlapped, and today, I'm happy. This is for me the best race of the season after the races in Brazil and the second race in Japan. Thank you so much, guys. Thank you so much. The setup changes is so good working. Thank you. Yeah? Also, ich habe mir leider nicht gemerkt, was ich da eingestellt habe, aber ja,
Also da haben die paar Regler, die wo ich da einfach rumgedrückt habe, das hat das Auto stabiler gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen den Reifendruck erhöht. Wir haben die Federung härter gemacht. Mehr Flügel. Und das hat offensichtlich geholfen. Und für Luca Lichtmess ist es der erste Sieg der ITM, nachdem er schon Zweiter und Dritter war in Spielberg. Und ich glaube, in Brasilien oder Japan auch noch ein Podest hatte. Ich glaube, in Brasilien war er auf dem Podest noch gestanden. Zweite Rennen. Das ist einfach. Brasilien war es im zweiten Rennen. Luca Lichtmess. Perfekt. Perfektes Rennen. Der Mercedes war am besten eingestellt auf diese Strecke und der Luca Lichtmess hat sein zweites Rennen jetzt umgesetzt, nachdem der Audi von Van Verle mehrfach Probleme hatte. Schöne Battles, also es war sehr eng. Ich habe total vergessen, dass die Zeit abgelaufen war. So intensiv war das jetzt, aber gut. Mit dem bin ich zufrieden. Ich gehe doch nicht mit einem komplett 2-0er raus, sondern immer mit 3 Punkten. Die sind wichtig, jeder Punkt, auch für die Herstellerwertung, nachdem man einen Nuller gehabt hat. Ja, voll. Also die ersten drei hatten wir ja Lichtmess vor Bär und Valvoric. Bär und Valvoric auch schon gestern im Rennen Nummer 1 auf 2 und 3. Die werden gut Zuladung bekommen. Ferres Folgus, starker Vierter. Vor Alex Rickard auf der 5. Ja, die hatten ein paar. Ferres Folgus bei den Stopps ein bisschen zu langsam. Rickard hatte zwei Fahrfehler drin gehabt in der Schikane. Dann hätte es sogar einen Dreifachsieg geben können. Und ein Alfa Romeo heute auf dem Punkteplatz. Michael Beisler hat es geschafft, 3 Punkte mitzunehmen. Das ist sehr gut. Das war ein sehr gutes Rennen. Und die Strecke hatten wir jetzt so langsam verinnerlicht. Also das erste Rennen war richtig katastrophal. Im zweiten Rennen haben wir endlich gewusst, wie die Strecke funktioniert. Und das haben wir gut umgesetzt, dass wir wussten, wir müssen kurz vom 100 Meter oder kurz vom 50 Meter Schildbremse. Schikane haben wir nur einmal nicht gekriegt im ersten Rennen. Das war ein komplettes Gegenteil. Die Lernkurve geht beim Beißler, seitdem man eine 3 im Alter vorne dran stehe hat, geht die Lernkurve in Rennspielen nach oben. Also, ich glaube, der Beißler ist einer, der wird erst mit dem Alter besser. Der muss erst älter werden, um besser zu werden. Andere sind als Jugend, sind mit 20 super gut und sind dann später nichts mehr. Und mein Beißler ist gerade. Also, ich war in meinem Leben schon immer Spätzünder bei vielen Sachen. War ich schon immer ein Spätzünder und es zeigt sich jetzt auch wieder. Matze Schweizer lobenswert auf der 7 und Fuchsi lobenswert auf der 8. Die haben auch alles richtig gemacht. Fuchsi hat lange den Beißler verteidigen können. Am Ende gab es auch ein paar Lackaustausch, aber Fuchsi kam gerade auch zum Beißler und Shake Hands, hat ihm nur gesagt, hier, das war heikel, aber ja. Und auch Rickard hatte Beißler sich entschuldigt und gesagt, ja, alles gut. Du hast ja Platz gemacht. Also es war Tourenwagensport, wie wir es auf dem Stadtkurs sehen wolle. Also alle sind happy. Keiner ist unglücklich. Und ich hoffe, dass am Norrisring wieder alle 24 mit dabei sind. Auf der 9 Manuel Montero. Ja, hat aber gutes Rennen gezeigt. Also er hat eine Chance, in die ITM zu bleiben. Dafür könnte er vielleicht sein TWC-Cockpit aber verlieren. Der Montero, weil da ist ein Schweizer oder ein Eichert im Gespräch. Also könnte sein, dass der dafür den Preis zahlen muss, in der TWC nicht mehr am Start zu sein. Und darf dann in der ITM das Cockpit für Seat behalten. Dann Felix Freitag, Mirko van Verle, der Audi hatte zu viele Probleme. Immerhin ein Punkt auch für Audi. Aber trotzdem der Ärger, dass die drei nicht starten durften. Ja. Carlos Cortez, Brighton Sheffield. Nathan Prerat, ja, Rocky Bergmann, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Ich denke, die Saison ist jetzt gelaufen. Seit dem Sieg in Spielberg in diesem spannenden Fünfkampf-Finish im zweiten Rennen, seitdem hatte Bergmann nichts mehr hingekriegt. Und das ist eine Pechserie und der Bergmann muss jetzt fokussieren, dass er noch in den letzten beiden Events, in Nürnberg am Norrisring und in Hockenheim, noch was zeigt für die Fans. Aber sonst ist die Saison abgehakt. Justin Claus, Federico de Coimbra, Maximilian Weber, Tanja Schirak und Igor Babic ist in der 18. Runde mit einem Hydraulikdefekt ausgefallen. Also der Beißler hat es mit dem Setup hingekriegt, hat sich auch zusammen mit seinen drei Markenkollegen beraten, hat denen die Setup-Werte auch durchgegeben, die haben das adaptiert. Aber
Offensichtlich kamen sie nicht damit zurecht. Was auch wieder zeigt, der Beißler hat wieder so einen eigenwilligen Fahrstil, wie ein Michael Schumacher oder ein Ayrton Senna oder ein Max Verstappen. Wie dem auch sei. Die meisten Punkte an diesem Rennwochenende hat aber der Lukas Berg gesammelt. 2x8 Punkte, macht 16. Schweizer Valvo Lichtmess 12. Rickard 9, Volkus 8, Fuchsi 5, Beißler immerhin 3 Punkte. Wie viele Fahrer haben hier heute Punkte geholt? Es haben an diesem Rennwochenende nur 9 Fahrer Punkte geholt. Da hatten wir auch schon 12 Fahrer gehabt. Aber ja, dieser Startkurs hatte es in sich. Trotzdem, ich würde ihn irgendwie schon gerne im Kalender behalten. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Muss mal gucken, was ich da mache. Ich muss erstmal abwarten, ob... also die Rennen waren sehr zivilisiert. Ich habe mehr Chaos erwartet, mehr Crashes. Es hat sehr gut funktioniert. Ich muss nicht so abwarten, ob dann am Norrisring wieder 24 Fahrer fahren dürfen. Ob das Spiel dann automatisch die Slots wieder auffüllt. Norrisring sollte ja eigentlich gehen, weil wir da ja schon im Online gefahren sind mit 25 Fahrer. Und Hockenheim ist eine Originalstrecke. Ja, aber Lukas Bär war der Top-Pilot des Rennwochenendes, der Fahrer des Wochenendes. Immer der, der die meisten Punkte holt, war Lukas Bär. Der hat sein BMW, der wird auch Tourenwagen WM fahren, der Bär. Der kann das, das hat er uns bewiesen. Und es gibt nur eine Hymne, die deutsche, für Fahrer und Hersteller. Und die gehen jetzt hier aufs Podest. Damit Lichtmess, damit jetzt Mercedes gleichgezogen, damit jetzt nur noch BMW und Audi mit nur einem Sieg. Aber wenn der Lukas Bär so weitermacht, dann wird er auch noch ein Rennen gewinnen, Lukas Bär. Am Norrisring ist eher wieder mit dem Beißler zu rechnen. Da ist die KI auch nicht so stark am Norrisring, haben wir ja schon in Online-Rennen festgestellt. Da könnte es und da wird es auch zur Meisterschaftsentscheidung kommen nächste Woche. Am Norrisring wird dann Michael Beißler der Champion der ITM werden, wird die Meisterschaft dann gewinnen. Vielleicht sogar Alfa Romeo auch es schon schaffe, vorzeitig Meister zu werden in der Herstellerwerden, damit Hockenheim dann nur noch ein freies Rennen um Einzelergebnisse wird. Während jetzt aufs Podest komme, die Top 3 des Rennwochenendes. Auf Platz 3 für Chevrolet Racing aus Österreich zum zweiten Mal in Folge der Valvorik, der wieder aufs Podest geht. Er hat auch einen schlechten Saisonstart gehabt, aber auch der spielt sich jetzt nochmal im Kampf um Platz 2 rein. Der ist heute aber glücklicher als gestern, weil gestern war der angefressen, da hat er eine Siegchance gesehen. Heute war die nicht so groß. Platz Nummer 2 zum zweiten Mal in Folge für BMW Motorsport Lukas Bär, auch aus Deutschland. Der freut sich, der Lukas. Ein starkes Rennwochenende hier präsentiert auf dem Stadtkurs. Und das rechtfertigt, warum er auch im TWC im WM-Kader für die Tourenwagen WM kommt. Zusammen mit Bergmann. Und da wird aber noch Jake Eberhofer das BMW-Trio ergänzen. Der eigentliche Opelianer, Jake Eberhofer, der darf aber hier für BMW fahren, hat ja von Opel die Freigabe. Das wird dann auch ein starkes Team. Denen traue ich auch einiges zu in der WM. Und zum ersten Mal auf Platz 1 in der Saison. Luca Lichtmess für Mercedes AMG Motorsport aus Deutschland. Und deswegen gibt es heute nur eine Hymne. Denn Fahrer aus Deutschland und Hersteller aus Deutschland. Ich bin ja ein Fan davon, ich mag es ja lieber, wenn es zwei Nationalhymnen gibt, aber das ist halt nun mal so, ne? Und zweimal die deutsche abspielen, ist ja auch doof. Deswegen gibt es für Fahrer Luca Lichtmess und für Hersteller Mercedes nur eine Hymne, die deutsche Nationalhymne. We'll be right back.
da freut sich der Luca Lichtmes. Der ist überglücklich über diesen Sieg, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Verdient, hat auch eigentlich eine sehr ordentliche Saison gehabt. Das heißt eigentlich, er hat eine ordentliche Saison, das muss man auch schon mal so erwähnen. Und wir gehen jetzt mal, jetzt kommt bestimmt wieder, ja, der Gag, die auf Max Verstappen ändert die Einstellungen. Der Gag wird auch in der STM wahrscheinlich wieder kommen. Das ist so ein Running Gag. Oh, der Michael Beißler hat sogar Kilo abgeladen bekommen. Wahnsinnig, weil er ein schlechtes Rennen gehabt hat. Ich hätte jetzt gedacht, die 80 Kilo. Das ist jetzt also, da ist jetzt Alfa Romeo sowas von erschrocken. Joe Gerner ist jetzt entsetzt drüber. Jetzt müssen wir ja auch, jetzt müssen wir das Auto ja schon wieder umbauen. Jetzt versuche die GMA, wie jetzt das Alpha wieder umbauen muss, das wieder spannender wird. Aber es wird auch nicht viel passieren. Also ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Michael Beißer, da können wir ja jetzt die Tabelle wieder screenshotten. Michael Beißler hat jetzt 15 Kilo abgeladen bekommen durch den Nuller und zwei Runden Rückstand. Aber auch die 80 Kilo wird jetzt nochmal das Auto nochmal anpassen müssen wieder. Weil es war jetzt die Rätselrennen auf die 80 Kilo abgestellt. 80 Punkte hat er dann. Vor Matthias Schweizer, der ist jetzt wieder Zweiter in der Gesamtwertung mit 39 Punkten und Luca Lichtmes mit 38 Punkten. Auch der kann jetzt Zweiter werden. Und Matze Schweizer hat 41 Punkte Rückstand auf Michael Beißler in der Fahrerwertung. Also der Beißler hatte 47 Rückstand, Vorsprung auf Sheffield und Co. Da hat er ausgebaut, aber eigentlich hat er im Prinzip nicht viel verloren. Durch das Nullerrennen und da er nochmal 3 Punkte mitgeholt hat jetzt im Rennen heute, ist nicht viel verloren gegangen. Also Beißler hat es gut verwaltet bekommen. 41 Punkte Rückstand bei nur noch 40 zu vergeben. Das Ding ist durch! Das Ding ist durch, meine Damen und Herren! Das Ding ist durch! Wenn ich das richtig sehe, 41 Punkte Vorsprung. Wir haben noch 4 Rennen. 4 mal 10 gibt 40. Das ist der Meistertitel. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Soeben kriegen sie es, Joe Gerner. Man hat es nachgerechnet und die GMA hat es bestätigt. Mit dem 6. Platz heute ist Michael Beißler bereits heute schon der Meister der ITM geworden. Was für ein Jubel jetzt gerade in der Gerner-Box. Es ist unglaublich, aber sie haben es nachgerechnet und es kam die offizielle Bestätigung. 41 Punkte Vorsprung. Wir haben aber nur noch 40 Punkte, die es noch zu vergeben gibt. Es gibt keine Zusatzpunkte und nichts. Michael Beißler ist mit diesem 6. Platz heute Meister geworden. Riesenjubel jetzt. Was für ein Jubel. Und Joe Gerner hat einen Fahrertitel. Was für ein Jubel in den Reihen von Alpha. Michael Beißler ist der ITM-Champion der Saison 2020-2021. Das Ding ist durch. Er hat es geschafft. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt eine ganz überraschende Wendung, weil ich war jetzt eigentlich auf Norrisring fokussiert als Meisterrennen. Und jetzt ist es Tatsache, es sind 41 Punkte bei nur noch 40 zu vergebenen. Damit ist das der 6. Platz, hat Beißler jetzt zum Meister gemacht, weil Schweizer noch hinter ihm rausgekommen ist. Wenn er Schweizer nicht überholt hätte, wäre er nicht Meister geworden. Er ist tatsächlich im 2. Rennen in Bukarest schon Champion geworden. Im 5. letzten Rennen. Jubel bei Joe Gerner, der hat Tränen in den Augen. Und Michael Beißler hat damit mit Alfa Romeo seinen ersten Titel jetzt geholt. Und wird ja auch in der STM für Alfa Romeo fahren. Riesenjubel, da heben sie ihn hoch, Michael Beißler, offiziell bestätigt, ITM-Champion der Saison 2021. Hat dann die Startnummer 1 im Herbst, dann in der nächsten Saison fährt er mit der 1. Und da jubeln sie und Joe Gerner hat es geschafft, er hat endlich auch einen Fahrer-Champion geschafft rauszubringen.
Sie konnten es nicht glauben, aber das sind 41 Punkte. 40 Punkte wären es gewesen bei, wenn Schweizer 40 Punkte gehabt hätte, dann wären es genau 40 gewesen. Aber es ist durch. Und selbst bei Punktgleichheit, Beißler hat 5 Siege, Schweizer 3. Der Schweizer hätte dann auch noch die letzten 4 Rennen alle gewinnen müssen. Bei Punktgleichheit. Aber jetzt ist es rechnerisch erledigt. Jetzt geht es definitiv nur noch um die Vizemeisterschaft und Platz 3 hinter Beißler. Was für eine Freude bei der Alfa Romeo Box von Gerner Racing. Man hat den Fahrertitel mit dem sechsten Platz heute fix gemacht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben, weil ich war gar nicht darauf eingestellt, dass das da trotzdem reichen kann. Ich sehe es jetzt erst in der Tabelle und nach dem zweiten Nachrechnen, hey, halt mal, das sind ja über 40. Wie viele Rennen haben wir denn noch? 4 Stück? Ach Gott, es gibt ja nur noch 40. Und dann ist das Ding ja durch. Und da schreien sie schon, Michi, 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 Michi. Wahnsinn. Das ist jetzt mein, ich muss jetzt mal rechnen, 3 STM-Titel, ein DTL, ein TWC-Titel, der Titel aus dem Race On Let's Play damals, der Vorläufer von der STM, das war STW Cup 2015. Das müsste dann schon mein siebter Titel mit einem Tourenwagen sein. Ja, wenn man noch diese Meisterschaft, die wir am Ende da geholt haben, GT, aber GT3 ist ja wieder eine andere Kategorie. Es müsste der siebte Tourenwagen-Titel sein in den letzten 8 Jahren. Müsste das jetzt der siebte Tourenwagen-Titel sein. Gerade die STM, wir erinnern uns, wie die Beißer, die dominiert hat 2016 und phasenweise 2017. Und ja, wir hatten ja ein Race On Let's Play, haben wir damals angefangen, der STW Cup, das war ja der Vorläufer zur späteren STM, haben wir ja auch gewonnen. Der siebte Tourenwagentitel in 8 Jahren in fünf, 4 oder 5 verschiedenen Rennserien. Also der Beißler ist absoluter Mann für die Tourenwagen. Das muss man echt sagen. Der kann Tourenwagen besser als Formel 1. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass ich auch eine gute Race 07 WM-Saison hatte, 2017 mit WTCC. Da war ich, glaube ich, nur noch von einem KI-Fahrer geschlagen worden. Gesamtrang 6. Also das war auch nicht schlecht. Hier im Multiplayer mal eine Meisterschaft als Gesamtrang 6 beendet zu haben. Also doch, ja. Also ich bin jetzt total überrascht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt gereicht hat für die Meisterschaft. Aber gut. Michael Beißler ist ITM Champion Saison 2020-2021. Titel im fünftletzten Rennen mit dem sechsten Platz dann durch. Hat 41 Vorsprung bei nur noch 40 zu vergeben. Da kann jetzt am Norrisring beruhigt angehen, aber ich würde schon noch die Rennen gewinnen. Denn, wir gehen mal weiter. Schweizer und Lichtmess haben natürlich jetzt 49 Kilo bekommen, was jetzt im Kampf um die Vizemeisterschaft hinter dem neuen Champion Beißler natürlich schwer wird. Also Schweizer Lichtmess Fuxi, der hat noch richtige Karte. Also Schweizer 39, Lichtmess 38, Fuxi 33, Sheffield und Bär mit 30. Dabei hat Lukas Bär auch noch Lukas Bär hat die zweitmeiste Zuladung bekommen mit 55, die drittmeiste bei Worik. Vorteil steht bei Sheffield, bei Fuxi. Weil der Fuxi hat ja in der TWC letztes Jahr hinten heraus auch noch Platz 2 geholt. War lange Zeit nur Vierter, Fünfter. Also Fuxi ist immer so ein Mann, der hinten heraus noch einmal aufrollt. Den muss man auf der Rechnung haben, der Fuxi LP. Den darf man nicht unterschlagen. Ja, da haben wir Tanja Schirak auf der 7, Rocky Bergmann auf der 8, teilt den sich mit Freitag und Rickard. Und auch die können noch die können noch in den Kampf um Platz 3 und 4 eingreifen. Wenn der Rocky jetzt mal was zusammenkriegt, denn er rutscht sonst aus der Top 10, weil das Feld ist so eng. De Coimbra, Valvo kann auch noch vorne mit eingreifen, muss jetzt nur noch mal Rennen gewinnen, dann kann der auch noch Vizemeister werden. Babic, Prerat, Cortez, Klaus, Volkus, Weber, Navarro, ich hoffe, dass der dann wieder fahren darf. Freund, Van Verle und Montero, ich hoffe, dass dann alle wieder fahren dürfen.
beim nächsten Event in. Ich mache jetzt hier nochmal ein Screenshot, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es geschafft habe. Ein Screenshot. Aber der Riesenjubel in der Alfa Romeo Box, der unerwartete vorzeitige Titelgewinn, doch mit der sechste Platz, doch zur Meisterschaft geführt hat in Bukarest. Mit 41 Vorsprung und 40 gibt es nur noch in der Saison. Es gibt ja keine Zusatzpunkte für Pole Position und sonst was. Und der Beißler hat noch, hat noch mehr Siege gegenüber Schweizer, 3 Stück und 4 gegenüber Lichtmess. Also selbst bei Punktgleichheit wird der Beißler noch Meister geworden. Aber solche Rennen wie heute, die machen mir manchmal mehr Spaß, wie vorne wegzufahren und dann zu gucken, dass man das Rennen gewinnt. Die Herstellerwertung, die ist definitiv, habe ich jetzt gemacht, Screenshot, nicht entschieden heute. Also volle Fokus jetzt für den Beißer. Den Fahrertitel hat man jetzt eingetütet. Der ist jetzt in trockene Tücher gepackt. Der kann dem Beißer nicht mehr weggenommen werden. Jetzt geht der volle Fokus auf den Gewinn. Und das ist für den Gerner nochmal das Größere, weil das ja auch dann der Titel für ihn ist. Frank Williams zum Beispiel war ja so ein Teamchef, der hat lieber mehr Wert auf Konstrukteurstitel gelegt wie auf Fahrertitel. Wenn man mal keine Chance mehr gehabt hat, Fahrerweltmeister zu werden, war es dem Frank Williams aber wichtig, dass man dafür Konstrukteursweltmeister wird. Und Joe Gerner freut sich. Jetzt habe ich es geschafft, einen Fahrermeister hervorzubringen. Gut, der Beißler ist ja schon ein Erfahrener. Dem war es am einfachsten. Die schwere Aufgabe kommt jetzt. Als Teamchef endlich den Hersteller- oder Konstrukteurstitel mitzubringen. Im Formel-1-Team klappt es ja noch nicht so gut. Aber hier 154, 114 und dann 105, 105. Mercedes und Chevrolet. Aber Chevrolet hat deswegen eigentlich Chevrolet auf 3 und Mercedes auf 4. Chevrolet hat mehr Siege geholt in der Saison. Und aufgrund der mehr Siege Chevrolet Dritter. Aber Mercedes durchaus noch dran. Seat 93, ja, und Audi, da kam das Pech der Aussetzrunde dazu, die Saison ist gelaufen. Aber auch selbst das Auto war zur Saisonmitte nicht mehr gut genug. Man konnte auch nicht wirklich richtig vorne mitfahren. Man hat es jetzt auch heute am Van Verle wieder gesehen. Das Auto ist nicht mehr gut genug, es kann nicht mithalten. Also selbst wenn die alle mitgefahren wären, wären sie wahrscheinlich hinterrum oder im Mittelfeld gefahren. Und wir haben wahrscheinlich nicht viel verloren, aber ärgerlich ist trotzdem. Also Audi wird die Saison als Sechster abhaken und muss sie nach vorne arbeiten. Und Seat muss auch noch besser werden, weil Mercedes hat ein bisschen aufgeholt, die waren zum Saisonbeginn nicht so gut. Aber die Meisterschaft ist definitiv, die könnte am Nürburgring entschieden werden. Dort könnte es dann zum Herstellertitel von Alfa Romeo kommen. Und da liegt der Fokus drauf, dass der Beißler mithilft, für den Joe Gerner diesen wichtigen Konstrukteurstitel zu holen. Denn die Fahrermeisterschaft, da hat der Beißler jetzt geschafft, das ist ja jetzt durch. Aber die nächste Saison werde die Konkurrenz aufholen und wolle ihn dann schlagen, dass es auch spannender wird. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Außer dass die Sendung schon wieder sehr, sehr lange ist, glaube ich. Ja, wie man das kennt, die Übertragungen gehen immer 1,5 Stunden. Das ist die nächste Strecke. Die ist jedem bekannt. Die ist nicht neu. Die kennt jeder DTM-Fan. Wir haben sie in jeder Race 07 WM, auch wo ich dabei war, war die dabei. Der Nürburgring, ein deutscher Klassiker, das deutsche Monaco. Die kürzeste Strecke im Kalender. Und im Vergleich zu dem Kurs von Bukarest natürlich im Schwierigkeitsgrad relativ einfach, nur die erste Kurve, das Schöller S und die Grunde Kehre. Ja, die Dutzenbach-Kehre, dann, ich habe wieder blau auf blau, Dutzenbach-Kehre, Schöller S und die Grunde Kehre. Das sind die drei Knackpunkte auf der Strecke, aber man kann im Vergleich zu Bukarest wieder einigermaßen raus beschleunigen. Und das ist eine Strecke, die liegt mir auf jeden Fall. Da ist auch wieder ein Michael Beißler-Sieg drin. Er muss jetzt nicht mehr, aber wird es trotzdem tun für die Herstellerwertung. Und ich sehe hier Alfa Romeo auf jeden Fall
stark. Mercedes ist immer gut am Nürburgring. Und dann wird man mal schauen, wie sich die anderen Hersteller einstellen. Vielleicht was für Audi. Das ist auch eine Strecke, wo Audi relativ gut zurechtkommt. Vielleicht kann Audi noch was bewegen. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war's von der Premiere, der Motorsport-Premiere, ein Rennevent in Bukarest. Die Strecke hat mir trotz alledem sehr, sehr gut gefallen. Ich würde die auch gern im Kalender behalten, auch wenn ich weiß, dass da dann vier Fahrer als nicht mitfahren können. In dem Fall waren es jetzt keine meisterschaftsrelevanten. Es kann natürlich aber im nächsten Saison anders wäre. Ich muss jetzt nur abwarten, ob beim nächsten Event dann auch wieder alle 24 Fahrer fahren dürfen und nicht, dass jetzt nur noch 20 Fahrer bis Saisonende am Start ist. Das ist noch das Kriterium. Wenn das der Fall ist, dass dann in Nürburgring wieder alle dabei sind, dann wird die Strecke auch dabei bleiben in Bukarest, aber dann am Saisonanfang gesetzt, wo es noch nicht so weh tut. Und ja, weil mir hat die Strecke gefallen. Das erste Rennen katastrophal, aber ich habe sie gut lernen können und das zweite Rennen hat Spaß gemacht, dann dort zu fighten und sich dort zu konzentrieren. Also deswegen würde ich sie eigentlich schon gern behalten. Es ist schon eine schöne Strecke, passt auch gut zu den Autos. Wir werden mal sehen. Das war es jetzt von mir. Das war das zweite Rennen, das 16. Gesamtrennen. Luca Lichtmes hat es gewonnen vor Lukas Beer und Valvoric und Michael Beißler ist überraschend mit dem sechsten Platz tatsächlich schon fünf Rennen vor Schluss oder bei noch vier ausstehenden Rennen vor Schluss ITM-Champion geworden. Und jetzt geht es darum, für Alfa Romeo noch die Herstellerwertung zu gewinnen. Ja, und mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Rennen. Und ich sag dann mal, keep racing. Auf Wiederlorge und bis nächste Woche vom Norrisring. Es wünscht euch euer Beißler. Ich sage Keep Racing und auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.